Beim traditionellen Volleyballturnier der Max-Eid-Schule fanden sich auch in diesem Jahr wieder etliche Mannschaften ein, die sich aus Jahrgangsstufen, Klassen, Kursen und auch Lehrern gebildet hatten. Auf drei Feldern wurden die Begegnungen ausgespielt und allen Teams merkte man den sportlichen Ehrgeiz an, sich so gut es geht zu verkaufen. Dieses alljährliche Volleyballturnier, das stets am Tag vor Aschermittwoch ausgerichtet wird, ist eine gelungene Mischung von Sport und Spaß. Auch ein Lehrerteam war vertreten, die Roten Socken. Sie verloren das Spiel um Platz 3 gegen den 1. FC Tatratee. Das Finale des Turnieres stand nach über 4 Stunden fest. Team Butterfly gegen Team Volleybanger. In einem hochmotivierten Endspiel holten sich die Volleybanger mit einem Stand von 25-19 den Turniersieg. Der erste Preis geht an die Volleybanger.